Für den Sänger Howard Carpendale und seine Frau Denise ist die Familie das Wichtigste auf der Welt. Auch das anstehende Weihnachtsfest will das Paar zusammen mit den Liebsten feiern. Das verriet der 75-Jährige gegenüber Florian Silbereisen in der großen Samstagabendshow das Adventsfest der 100.000 Lichter. Wir feiern auf jeden Fall gemeinsam. Die ganze Familie, außer meinem Sohn, der in Amerika lebt, leider. Dabei handelt es sich um Cass, den der Musiker seit fast 2 Jahren nicht mehr gesehen hat. Doch es herrscht kein Streit zwischen Vater und Sohn, denn Howard Carpendales Frau erklärte gegenüber der Bild am Sonntag, dass sie und Cass sogar 2-mal täglich miteinander telefonieren. Außerdem hoffe das Paar darauf, dass Cass auch irgendwann mal nach München ziehen wird. Obwohl die räumliche Trennung sicher schwerfällt, so schaut wenigstens Sohn Wayne Carpendale mit seiner Ehefrau Annemarie und dem gemeinsamen Sohn Mats immer mal wieder vorbei. Da kommt auf jeden Fall Leben in die Bude, wie der stolze Opa gegenüber Florian Silbereisen verriet. Jetzt, wo mein Enkelsohn 3 Jahre alt ist, wird er schon der Hauptfokus sein. Wenn er sagt tanzen, dann tanzen wir. Wenn er sagt singen, dann singen wir. Mats wird sicherlich auch an Weihnachten für Festtagsstimmung sorgen.